Das Münchner Oktoberfest war seine Bühne. Rudolf Mooshammer liebte das Bad in der Menge. Und die Menschen liebten ihn, den schrillen Modezaren und leidenschaftlichen König Ludwig-Verehrer. Seine Markenzeichen, der Rolls-Royce, die auffallende Frisur und seine Terrierdame Daisy. Die Schickeria zeigt sich gern mit ihm, und doch gehört er nie ganz dazu. Seine wirklichen Fans sind die einfachen Leute. Für sie ist er der ungekrönte König von München. Er war ein Menschenfänger. Er konnte Menschen irgendwo begeistern. Und er hatte so eine sympathische Art. Ebenso wie sein Alter verschweigt Rudolf Mooshammer auch andere Details aus seinem Privatleben. Viele ahnen sein Geheimnis, aber kaum einer kennt es. Ein Geheimnis, das ihm zum Verhängnis wird. Die Bild-Zeitung rief an und ich sag, haben Sie was gehört? Der Mosi. Ich sag, was? Ja, was ist mit Mosi? Ja, der ist tot. Ich sag, wie, tot? Ja, man hat ihn ermordet. Der sagt, oh Gott, es ist passiert. München am Morgen des 14. Januar 2005. Wie an jedem Tag um kurz vor 9 Uhr macht sich Andreas Kaplan, Mooshammers Chauffeur, auf den Weg zur Villa des Modemachers im Nobelvorort Grünwald. Zu 9 Uhr bin ich immer gekommen, da war ich ein bisschen früher dran, gehe den Weg vor und sehe, dass die Tür so weit aufsteht. Wie immer höre ich doch die Daisy so eigenartig. Und bin dann nach oben und wo ich oben um die Kurve gekommen bin, habe ich ihn liegen sehen. Der Chauffeur verständigt die Polizei. Ja, grüß Gott, hier ist die Firma Mooshammer Andreas im Apparat. Ich bin in der Robert-Koch-Straße 11. Ich bin der Chauffeur von Herrn Mooshammer und der Herr Mooshammer ist tot, liegt tot in seiner Wohnung. Kurz darauf Harald Pickert, der Leiter des Dezernats Gewaltverbrechen im Münchner Polizeipräsidium. Das ist ein Datum und eine Zeit, die man, glaube ich, sein Leben lang nicht vergisst. Ich hatte mir an diesem Tag freigenommen. Wie so oft in unserem Beruf kommt es dann ganz anders. Ich bekam dann in der Früh den Anruf, dass Rudolf Mooshammer tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde. Und ich habe mich auf den Weg ins Büro gemacht. Also die erste Nachricht war auch nicht, dass da ein Tötungsdelikt im Raum stehen würde, sondern wir sind gleich mit alarmiert worden, einfach weil das Opfer so prominent und bekannt war. Mord, Selbstmord, Unfall? Also wir hatten ganz wenig Informationen, nur Mooshammer liegt tot in seinem Haus, ist vom Chauffeur gefunden worden und es liegt ein Kabel um seinen Hals gewickelt, was sehr, sehr komisch aussieht. Als die Ermittler am Tatort eintreffen, hat die Nachricht vom Tod des Modemachers bereits die Runde gemacht. Ich habe zwar mit einem großen Ansturm gerechnet, aber das, was dann tatsächlich stattfand, hat alles in den Schatten gestellt, was ich bisher erlebt hatte. Ich rechnete eigentlich eher mit einem vor allem Münchner Interesse, vielleicht bayernweiten, aber dass das nun tagelang bundesweit hier so ein Thema sein würde, war für mich nicht absehbar und da ist schon eine Welle über uns hinweggerollt. Die Reporterscharen verfolgen gebannt jeden Schritt auf dem Anwesen, lauern auf jedes neue Bild, während die Polizei sich einen ersten Eindruck verschafft. Man kommt rein, es war alles sehr sauber. Und dann ist man die Treppe hochgekommen, und wo man eigentlich ist so eine Wendeltreppe, die so hoch führt im Haus, und wo man eigentlich schon in die Kurve gekommen ist, dann lag er eigentlich, hat man schon so den Oberkörper und die Beine gesehen, wie er dann da so lag. Dieser Tatort hatte etwas nahezu Unwirkliches, denn es fehlten viele Elemente, die man normalerweise findet. Normal ist Chaos, Unordnung, Schmutz, Blut, Verletzungen, eine Vielzahl von Spuren. Hier war praktisch nichts von all dem zu sehen. Auf den ersten Blick erinnerte das ganze Szenario etwas an Filmaufnahmen. Und wenn nicht das Kabel gewesen wäre, hätte man daran denken können, dass jetzt jemand die berühmte Klappe schlägt und sagt das Ganze noch einmal. Aber es war eben Realität.
Alles ist sorgfältig aufgeräumt und geradezu spießig arrangiert. Nur ein Detail will nicht so recht zum Rest passen. Da lag also auf einer Kommode, wo sehr viel Kleinigkeiten drauf standen, diese Zinnbecher und Stifte und so ein altes Buch, also ganz viele Sachen, liegt auf einer Plastiktüte eine Porno-DVD. Ein Porno für Heterosexuelle im Haus eines homosexuellen Mannes? Im ersten Moment war das für mich so eine Überlegung, ist das wirklich hier passiert oder hat uns das jemand so hingelegt? Die Münchner Polizei steht an diesem Morgen vor einem Rätsel. Das weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannte Opfer hatte einen riesigen Bekanntenkreis mit einer Vielzahl denkbarer Motive. Natürlich hätte es sein können, dass er irgendwelche Feinde hat. Natürlich hätte es sein können, dass es um irgendwelche Geldgeschäfte geht oder um irgendwelche Eifersüchteleien. Wir beginnen bei der Stunde Null und grundsätzlich ist alles möglich. Wie stets richtet sich die Ermittlung zunächst auf das engste Umfeld. Jeder ist potenziell verdächtig, auch der enge Freund und Hausarzt Mooshammers, Dr. Arnulf Borchers, den die Polizei am Tatort antrifft. Wir hatten uns verabredet, morgens um 9 Uhr. Und das war der Grund, warum ich bei ihm war, weil er da sein Spritzerl wollte, wie er immer so schön sagte. In der Öffentlichkeit präsentiert sich der Modemacher leutselig und offen. Die Ermittler aber erfahren nun, dass er nicht einmal seinen engsten Freunden getraut hat, sich verfolgt und bedroht fühlte. Zu Recht? Sein Misstrauen musste ich überwinden. Und es ging so weit, dass er wollte, dass ich die Spritzen, die ich ihm gab, vor ihm aufzog. Und dann kam immer noch die Frage, ist auch wirklich richtig? Haben Sie nichts verkehrt gemacht? Auch Andreas Kaplan, der Chauffeur, kennt diese Seite Mooshammers nur allzu gut. Da war er so misstrauisch, so ängstlich, dass er gesagt hat, Andreas, passen Sie auf, dass uns niemand hinterherfährt. Ja? Also das ist ja ängstlich. War Mooshammers Misstrauen berechtigt? Kannte er seinen Mörder? Noch ist alles offen. Der Leichnam wird in die Rechtsmedizin München überführt. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion eine heiße Spur. Die Mordkommission steht unter ungeheurem Druck angesichts des prominenten Opfers. Wir haben uns auf eine sehr lange Ermittlungszeit eingerichtet und vor allem, was eigentlich schon zu erwarten war, auf eine riesige Informationsflut. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht von Mooshammers Tod. Tagelang beherrscht die Ermordung des bekannten Münchner Originals die Schlagzeilen. Schon um die Mittagszeit haben sich Menschentrauben vor Mooshammers Geschäft in der eleganten Maximilianstraße versammelt. Nicht nur die Öffentlichkeit, sondern nun auch die Polizei interessiert sich für das Leben Rudolf Mooshammers. Was für ein Mensch war er wirklich? Die Suche nach der Wahrheit führt auch in die Vergangenheit des Opfers. Ich habe ihn ja schon Mitte der 50er Jahre kennengelernt. Er war ganz lustig und konnte so viel leicht Leute kennenlernen. Und charmant war er, witzig war er, kontaktfreudig. Der junge Rudolf Mooshammer. Ein erstes Fernsehporträt Mitte der 60er Jahre. Er war damals eher, ja, würde man sagen, in München, Sie kennen ja den Ausdruck, so wie ein Stenz. Ein junger Mann, fleißig, ehrgeizig. Mode ist seine Welt. Da war er in einem Herrengeschäft als Verkäufer. Und da habe ich ihn kennengelernt. Da war er ein junger, flotter Kerl. Ne? Und ich war sehr oft drin und habe mich da eingekleidet. Er war ein Starverkäufer. Und dann eines Tages sagt er zu mir, Gerd, ich habe vielleicht einen Laden in der Maximilianstraße. Ne? Wirst du mir da helfen? Dann habe ich gesagt, naja, ich helfe dir bestimmt. Ne? Inszenierung einer Karriere. Die Eröffnung, die ist unvergesslich. Von der Residenzstraße habe ich einen roten Teppich rausgelegt. Bis zu seinem Laden in der Maximilianstraße. Und über den roten Teppich sind wir dann gefahren. Er in der Kutsche. Bald erfüllt sich Rudolf Mooshammer seinen Jugendtraum. Reich und vor allem berühmt will er werden. Und das um jeden Preis.
Reichtum und Ruhm sind auch die Träume von Mooshammers Mutter Else. Die Mutter hat dann auch zum Beispiel zu ihm gesagt, er soll jetzt nur noch mit Leuten zusammen sein, die einen Namen haben oder viel Geld haben. Mit seinem eleganten Geschäft in der Maximilianstraße befindet sich Rudolf Mooshammer bereits mittendrin in der Welt der Schönen und der Reichen von München. Und die lieben den charmanten Neuzugang und seine exklusive, edle Mode und kaufen gerne bei ihm. Kann man das lesen? Ein Besuch in der Boutique Carneval de Venise ist nicht einfach nur ein Einkauf, er ist ein gesellschaftliches Ereignis. Aus der ganzen Welt sind die Menschen eingeflogen und haben sich die Anzüge vermessen lassen, obwohl Mooshammer ja nie ein Schneider war, sondern einfach, er war ein genialer Verkäufer. Er kannte sie alle. Also er war im Grunde ein Pool für die Prominenz. Also er hat die Schickeria gemacht in München. Schon in jungen Jahren verdient der Herrenausstatter viel Geld. Wo er sein richtiges Geschäft gemacht hat, da muss ich ihn heute noch loben. Und das war die größte Idee, Mooshammer-Krawatten. Die Mooshammer-Krawatten, die gingen ja an von 50, 80, 100 Euro. Die gingen weg, wie war man selber jeder, der durch die Zeitungen und durch die Presse war er so bekannt, dass jeder, wo nach München kommt, eine Mooshammer-Krawatte gekauft hat. Rudolf Mooshammer hatte viele Fans, aber hatte er auch Probleme, vielleicht mit Geschäftspartnern? Die Polizei beschlagnahmt seine Firmenunterlagen. Gleichzeitig werden im Münchner Polizeipräsidium die Ermittlerteams aufgestellt. Die Zeit läuft. Die ersten Stunden nach der Tat sind die kostbarsten und wollen genutzt werden. Man hatte natürlich bereits erste Vernehmungen durchgeführt draußen am Tatort von Personen, die dort anwesend waren. Wir wussten, er war am Abend noch unterwegs, war beim Essen, ist dann zurück in seine Villa gefahren und dann war die Frage, was war dann? Polizeipräsidium München, 14 Uhr. Die erste Pressekonferenz. Die versammelten Journalisten warten auf Antworten. Antworten auf Fragen, die sich die Polizei gerade selbst stellt. Denn noch immer gibt es kein klares Bild des Tatablaufs. Also ich persönlich stand aufgrund der Pressekonferenz unter einem ungeheuren Druck, denn es war klar, da würden konkrete Fakten gefordert und man musste sehr schnell zum einen sich diese Fakten verschaffen und zum anderen auch filtern, was kann gesagt werden und was nicht. Ja, wenige Stunden nach Auffindung des Leichnams von Herrn Mooshammer können natürlich zum Tatablauf und zur rechtlichen Einordnung noch keine konkreten, präzisen Feststellungen getroffen werden. Es lässt sich aber jetzt schon sagen, dass alles auf einen Mord hindeutet und dass die Möglichkeit eines Suizids ausgeschlossen werden kann. Ein Verbrechen dieser Art werden natürlich... Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Art und Weise des Tötungswerkzeugs nicht bekannt gegeben wird. Aber als ich mir noch über diese Frage Gedanken gemacht habe, wurde mir schon mitgeteilt, dass bereits die Runde macht, es war ein Telefonkabel, was nicht ganz richtig war, aber das Kabel war damit schon draußen. Nach der Pressekonferenz die erste Besprechung zwischen dem Chef der Mordkommission, dem SOGO-Leiter und den Staatsanwälten. Hinweise auf einen Täter gab es dann. Am Freitag überhaupt nichts. Handys, die möglicherweise zur Tatzeit in Tatortnähe benutzt wurden, sollen ermittelt werden. Aufgrund der damaligen Gesetzeslage war natürlich wesentlich, die Telekommunikationsüberwachung so schnell wie möglich in Gang zu setzen und haben über diese Weise feststellen können, welche Telefongespräche über Mobilfunk in einem bestimmten Zeitraum im Bereich dieses Hauses geführt worden sind. Jens Liethegener und Peter Klinger werden Zeugen aus dem engsten Kreis des Opfers vernehmen. Zunächst Andreas Kaplan, den Chauffeur. Dementsprechend war natürlich der Herr Kaplan, der die Lebensgewohnheiten vom Herrn Mooshammer sehr gut kannte, wichtiger Zeuge, er war der Auffindungszeuge. Dementsprechend wurde er natürlich intensiv vernommen. Da stellen sich dann auch die Fragen, könnte er denn auch selbst der Täter sein? 11 Jahre lang wich Andreas Kaplan nicht von der Seite seines Dienstherrn. Aber war er wirklich der treue, loyale Diener? 11 Stunden lang dauert die Vernehmung bei der Kripo. Er wollte wissen, was ist am Abend
zu Hause dann gemacht habe, dann, ja, ich habe mit meiner Freundin telefoniert lang. Ja, wie lange haben sie denn telefoniert? Was haben sie denn da geredet? Nur habe ich mir im Fernsehen angeschaut. Und dann wollte er noch wissen, was ich alles angeschaut habe. Minütlich wollte er das wissen. Andreas Kaplan hatte freien Zugang und er hatte ein Motiv. 3 Jahre zuvor hatte Mooshammer in seinem Testament Kaplan mit einer Eigentumswohnung und einer lebenslangen Apanage bedacht. Sein Lebensmittelpunkt war Mooshammer. Und Herr Mooshammer konnte schon einen komplett einnehmen. Also der hat schon einen komplett gebucht. Mooshammers Lebensinhalt ist das Geschäft. Nicht immer ist er der freundliche Paradiesvogel, als den man ihn kennt. Er hat immer gesagt, er möchte kein beliebter Chef sein. Das ist kein guter Geschäftsmann, der ein beliebter Geschäftsmann ist. Da gab es mal einen Moment, wo er auf den Schlag alle seine Mitarbeiter entlassen hat. Da hat ihn was geärgert und hat er alle entlassen. Auf der Stelle. Alle raus zur Tür. Wenn er in seine Kasse geschaut hat, Haufen Leute im Laden, aber da geht nichts rein. Das waren böse Tage. Und ja, ich war der Prellbock gewesen, ich habe immer alles abgekriegt. Ich denke, dass der sicher den Andreas 5-mal rausgeschmissen hat und 3 Minuten später wieder eingestellt hat. Hat der Geschäftsmann 11 Jahre lang dem Falschen vertraut? Ein Motiv hätte ich ja gehabt, dass ich da noch in dem Testament bedacht war mit meiner Wohnung und mit meiner Apanage, die ich monatlich bis zu meinem Lebensende bekomme. Mord aus Habgier? Es wäre plausibel. Und doch? Er hat ein Motiv, er hat kein Alibi. Er kannte die ganzen Lebensgewohnheiten. Aber vom Bauchgefühl her sage ich mal, nein, das ist nicht der Täter. Doch wenn Kaplan als Täter ausscheidet, wer kommt dann in Frage? Mooshammer und die Obdachlosen. Herr Mooshammer ist ein alter Sponsor auch von uns, ja. Unserem Verein. Ja? Er hat sich eingesetzt auch für die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Sein Vater sei als Obdachloser auf der Straße geendet, schreibt Rudolf Mooshammer in seiner Autobiografie. Damit erklärt er sein besonderes Engagement gemeinsam mit der Obdachlosenhilfsorganisation und Zeitung BIS. Was auch ganz toll war, war beim ersten Betriebsausflug. Das sind wir 1999, haben wir den ersten Betriebsausflug nach Innsbruck gemacht. Und da kam der Herr Mooshammer zur Verabschiedung und hat jedem angestellten Verkäufer, der länger als ein Jahr bei BIS angestellt war, das waren 6, hat er 1000 Mark gegeben damals. Das war eine wahnsinnige Freude und hat uns dann noch zum Abschied gewunken. Der erfolgreiche Modemacher kennt keine Berührungsängste und mischt sich unter die Obdachlosen, als wäre er einer der ihren. Er will helfen, mit seiner Bekanntheit, mit seinen Möglichkeiten und mit seinem Geld, besonders an Weihnachten. Mooshammer hat an Weihnachten immer tief blicken lassen. Da hat der von uns sich Leute geholt und ist mit den Leuten selber, sind die losgefahren mit Lieferwagen und haben dann die Geschenke verteilt. Das war auch eine Seite, die man ihm vielleicht gar nicht so zugetraut hat, aber er hat das wirklich gelebt. Rudolf Mooshammer, das Einzelkind, zunächst wohl behütet. Sein Vater ist Direktor einer Versicherung, gleitet ab in den Alkohol, verliert die Arbeitsstelle, verlässt die Familie, begeht Selbstmord. Die schönen Seiten der Kindheit, ein Hund und die Eisenbahn, die Mooshammer in sein späteres Leben mitnimmt. Wir haben Gefahr gehabt, aus der Wohnung rausgeworfen zu werden. Es waren über 2 Jahre Mietschulden da, der Strom war gesperrt und fürs Essen hat es nicht gereicht. Der Rudi, der konnte das so toll. Der hat dann in einem Park hat er dann einfach Blumen geklaut und hat da riesige, herrliche Sträuße hingestellt. Das sah dann alles so toll aus. Also da hatte ich natürlich keinen Einblick, dass es denen schlecht geht. Es ist mir nur aufgefallen, dass die Mutter immer nur einen Rock anhatte und ein anthrazitgraues Twinset. Das heißt, Sommer und Winter hatte sie immer das an. Von Mutter Else hat Mooshammer den Geschäftssinn und das Verkaufstalent gelernt. Die graue Hose sieht es sehr gut an. Die Proportionen stimmen da. Und blau, finde ich, ist immer eine sehr gute Farbe für sie. Manchmal hatte ich Angst, ehrlich vorbeizukommen und guten Tag zu sagen. Besonders, wenn die Mutter da war. Roberto.
ist das nicht schön? Guck mal, ist das. Ich sage, ja, Mutti, ich komme. Nimm das mit. Und du probier und so weiter. Ich habe das mitgenommen und am nächsten Tag oder ein Tag später ist die Rechnung. Else Moshammer, die Mutter, Geschäftspartnerin und ständige Begleiterin des Münchner Originals. Ein unzertrennliches, unverwechselbares und ungleiches Paar, das auf fast jedem gesellschaftlichen Ereignis gemeinsam auftritt. Sie hat viel von ihm verlangt und er hat viel von ihr verlangt. Also sie hatten schon eine gewisse Abhängigkeit. Also sie war dem Sohn gegenüber nicht einfach. Von den Spannungen und Disharmonien zwischen Mutter und Sohn bekommt die Öffentlichkeit nichts mit. Es war so eine Hassliebe, so, weil er wollte sich ja eigentlich damals so in den 70er Jahren, Anfang 70er, wollte sich eigentlich von ihr abnabeln. Aber sie hat dann gewusst, sonst ist sie alleine zu Hause. Und er hat dann zwar das benutzt und sie dann entsprechend angezogen, mit ihr aufzutreten, aber er hat sie auf der anderen Seite auch nicht verziehen. Am 10. August 1993 stirbt Else Moshammer in dem gemeinsamen Haus in Grünwald. Mit der pompösen Beerdigung nimmt Rudolf Moshammer Abschied von seiner Mutter. Also ich habe gedacht, jetzt ging es mit ihm auch bergab. Aber es war eigentlich das Gegenteil. Er entfaltete sich mehr und mehr. Er war jetzt ganz alleine sein eigener Herr. Und es hat ihm eigentlich Auftrieb gegeben. Seine neue ständige Begleiterin hat ein Fell und vier Beine, Daisy. Mit Werbeeinnahmen und öffentlichen Auftritten verdient der Herrenausstatter bald mehr Geld als mit seiner Boutique. Ich sehe ihn dann noch vor mir, ja, wenn irgendwelche Fotografen kamen und dann war schon hier und Daisy da und Daisy. Und wenn er was gesehen hat, was so gut gemacht wurde, mei, fein haben sie das gemacht. Es war Gunter Sachs, der sagte, wir waren an den Salzburger Festspielen, es kam Prinzessin Caroline, es kamen die größten Leute und meine Wenigkeit auch, Gunter Sachs. Und dann kam Moshammer und da brandete der Beifall auf und die Leute waren nur auf ihn. So war der Mann. So inszenierte er sich. Und wer war er wirklich? Wenn er dann zu Hause war und sein Äußerliches abgelegt hat, dann war er, glaube ich, ein ganz einsamer Mensch, der auf der Suche war nach Liebe, nach Anerkennung, nach jemand, der ihn so mochte, wie er vielleicht war, ohne, ja, ich sag's vielleicht mal richtig, ohne Maskerade. Eine verletzliche, menschliche Seite, von der nur sehr wenige wissen dürfen. Er rief manchmal an, vorwiegend sonntags morgens, wenn er nicht wusste, was er tun soll, wo ihm langweilig war. Ja, und er fragte, was machen Sie? Meine Frau sagte dann, ja, komm, soll uns zum Frühstück zu uns rüberkommen. Überredet. Und zwei Minuten später läutete es schon und er war schon da. Anscheinend hat er schon vor der Haustür gewartet. Das Rechtsmedizinische Institut in München. Von hier erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise. Im Haus selbst fand sich keine einzige Spur vom Täter. Vielleicht bringt die rechtsmedizinische Untersuchung des Tatwerkzeugs den erhofften Hinweis. Wird die Obduktion Überraschungen bereithalten? Die Sektion hat nur bestätigt, dass es sich um einen Tod durch Erdrosseln handelte. Herr Moshammer hatte die typischen Zeichen, wie man sie bei einem solchen Todesgeschehen erwartet, nämlich sogenannte Erstickungsblutungen. Birgit Bayer, die DNA-Spezialistin, übernimmt die Untersuchung des Tatwerkzeugs. Unsere Hoffnung war, dass der Täter Material von seinen Händen eventuell an dem Kabel hinterlassen hat. Das Elektrokabel, das der unbekannte Täter viermal um den Hals des Opfers gewickelt hat, wird auf DNA-Spuren untersucht. Jetzt ging es darum, möglichst schnell eine tatrelevante Fremdspur zu finden. Das heißt also, Material, das erstmal nicht von Herrn Moshammer selbst stammt. So hilfreich die rasche Analyse einer DNA-Spur für die Ermittler auch wäre, juristisch ist sie problematisch. Die damalige Rechtslage war allerdings so, dass eine Untersuchung dieser DNA-Spur in der Weise der Darstellung der Spur und der Zuordnung
ein richterlicher Beschluss vonnöten war. Es ist Nacht geworden in München und der Täter ist noch immer auf freiem Fuß. Im Polizeipräsidium stehen die Telefone nicht still. Hunderte von Hinweisen gehen bei der Mordkommission ein. Es gab viele, die einfach nur anriefen und fragen, was ist da passiert. Viele riefen an wegen dem Hund. Kann man den adoptieren? Und das sind so Sachen, die uns ja eigentlich nur blockiert haben. Aber jetzt kommen auch wichtige Hinweise. Und die führen die Ermittler ins Rotlichtmilieu rund um den Hauptbahnhof von München. Hier soll Rudolf Mooshammer am Steuer seines auffälligen Wagens gesehen worden sein. Es war allgemein bekannt in Polizeikreisen, dass er nachts durch die Straßen fährt und nach jungen Männern sucht. Und Gott sei Dank hat sich auch ein Zeuge gemeldet, der Mooshammer in der Tatnacht gesehen hat. Und wer saß neben ihm im Fahrzeug? Ein junger Mann. Die andere Seite des schillernden Münchner Modezaren, die er vor der Öffentlichkeit versteckte. Jetzt mit seinem Tod holt ihn sein geheimes Leben ein. Mehrmals in der Woche drehte er nachts im Bahnhofsmilieu von München seine Runden mit dem Auto, oft stundenlang. Ich bin mal angesprochen worden durch einen Bekannten, ob ich weiß, dass mein Chef in der Nacht unterwegs ist. Da habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht vorstellen. So ängstlich, wie er ist und vorsichtig, wie er ist, das kann nicht sein. Bis ich dann mir mal den Tachostand gemerkt habe und den nächsten Tag drauf geschaut und habe gesagt, oh ja, da war er wieder unterwegs gewesen. Also ich wusste es, nicht wir, also viele wussten, aber ich wusste es. Dass er abends mit seinem Auto spazieren ging, in so Viertels, ich wusste warum. Nur einer, Mooshammers Bodyguard, wagt es, das Tabuthema anzusprechen. In ganz seltenen, äußerst zugänglichen Momenten habe ich immer wieder versucht, dass man da einfach diese Sicherheitslücke schließt. Das hat er dann abgeblockt und das war dann oft auch so, dass er dann gesagt hat, also das ist sein Privatleben und das möchte er sich wohl auch noch ein bisschen rausnehmen, dass er auch noch mal ein bisschen Privatleben hat. Und wenn du dann das Gespräch suchst und wieder versuchst zu erklären, Mooshammer, das ist nicht ungefährlich. Wir machen den ganzen Tag Sicherheit, da Personenschutz, hier steht einer, da wird überprüft, Fahrzeug ist uns nachgefahren, was weiß ich. Und sie sind nachts 3 Stunden weg. Ja, da brauche ich tagsüber auch nicht mehr kommen. Also ich habe dann schon bayerisch geredet mit ihm. Ja, das ist mein Privatleben, also da machen Sie sich da mal keinen Gedanken. Zwei Gesichter. Auf der einen Seite Moralapostel, ängstlich, misstrauisch, sonst was. Und auf der anderen Seite sowas zu machen. Sich das selber einzureden, mir passiert nichts. Das geheime Doppelleben von Rudolf Mooshammer gerät nun in die Schlagzeilen. Ein Mann mit weißer Mütze soll Mooshammers letzter Begleiter gewesen sein. Wir haben über die Telefondaten von Mooshammer festgestellt, mit wem er auch zuletzt oder SMS geschrieben hatte. Und da ging eigentlich aus diesem SMS-Verkehr raus hervor, dass diese Person ein Lebensgefährte, Partner in der Richtung sein könnte. Auch diesen Mann, den die Polizei noch in der Nacht stundenlang vernimmt, hatte Rudolf Mooshammer im Bahnhofsmilieu aufgelesen. Und er hat uns ganz genau, haargenau erklären können, wie dem Mooshammer da vorgegangen ist. Mooshammer hatte wohl eine bestimmte Vorstellung, wie sein Partner aussehen müsste. Sie mussten jung sein. Das war ihm ganz wichtig. Es war auch so dieses orientalische Aussehen ein bisschen mit dabei, was ihn angesprochen hat. Aber wichtig war ihm bei der Kontaktaufnahme, es durfte kein Homosexueller sein. Das wollte er nicht. Immer das gleiche nächtliche Ritual. Mooshammer streift mit seinem Rolls-Royce umher, spricht junge Männer an. Auf dem Beifahrersitz ein Pornovideo. Dann ist er mit dem so in Kontakt gekommen und ist dann auch mit dem nach Grünwald gefahren, um dann dort sich die DVD anzuschauen und natürlich dann danach sexuelle Handlungen zu machen. Und das war ja eigentlich
ganz wichtig, wenn man jetzt überlegt, man ist am Tatort und sieht diese DVD. Das hat dann dieses Bild, klar, deswegen liegt die da. Er hat wieder sich jemanden geholt. Mit diesen ersten, wie sich später herausstellt, wichtigen Erkenntnissen endet für die Mordermittler die Nacht zum 15. Januar gegen 4 Uhr früh. Am Morgen des 15. Januar 2005. Mit Spannung werden die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Analysen erwartet. Katja Anslinger, Biologin und DNA-Spezialistin, arbeitet rund um die Uhr. Nach einer durchwachten Nacht endlich die Überraschung. Ich bekam am Samstagmorgen den stolzen Anruf unserer Laborleiterin. Ich glaube, wir haben ihn. Und dann habe ich rückgefragt, ja, auch in der Datenbank? Nein, da müssen wir noch warten. Das läuft über das Bayerische Landeskriminalamt. Die gefundene Spur vom Tatwerkzeug führt nur dann zum Täter, wenn dessen DNA bereits in der Datenbank des Landeskriminalamts gespeichert ist. Der Augenblick, als jeder eigentlich wusste, in Kürze müsste der Anruf vom Landeskriminalamt kommen, ob in der Datenbank eine entsprechende Person einliegt mit diesem Muster, ja, das ist an Spannung kaum zu überbieten. Tatsächlich. Am späten Nachmittag, Samstag, 15. Januar 2005, gegen 17 Uhr. Die Suche in der LKA-Datenbank ergibt eine Übereinstimmung. Die DNA, die am Tatwerkzeug gefunden wurde, ist gespeichert. Gut. Dann kam plötzlich die Meldung, DNA wurde zugeordnet. Das war also so dieses Bingo. Alles richtig gemacht. Nach dem Anruf des LKA die nächste Sitzung der Soko Mooshammer. Wie soll man vorgehen? Wer ist der Mann, dessen genetischer Fingerabdruck in der DNA-Datenbank gespeichert ist? Dieser DNA-Treffer deutete auf einen jungen Iraker hin, der bereits einmal in Erscheinung getreten war, zwar wegen Vergewaltigung und wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Verdächtige Herisch A., zum Zeitpunkt der Tat 25 Jahre alt. Eile ist geboten. Man muss schauen, dass diese Person, die jetzt feststeht, nicht durch die Lappen geht. Also nicht in blinden Aktionismus verfallen und mit Hurra zur Wohnung, so wie man es im Fernsehen immer sieht, Pistole raus, Ding Dong, und den Mann abholen. Man muss einfach auch in so einer Sache Leute einschalten. Wir machen Mordermittlungen und die sollen uns den fangen. Kurz nach 22 Uhr erhält das SEK das Startsignal. Ein Mann, auf den die Personenbeschreibung des tatverdächtigen Irakers passen könnte, ist beim Betreten des Hauses gesehen worden. Jetzt soll der Zugriff erfolgen. Tatsächlich fand man dann eine Person vor. Und zunächst hat er nicht einmal so ausgesehen wie auf dem Foto, das uns vorlag. Polizeifoto aufgenommen nach der Festnahme von Herisch A. In dieser Wohnung wurde dann auch die weiße Mütze in zerschnittenem Zustand aufgefunden. Und das fügte sich natürlich dann schon sehr gut mit den Zeugenaussagen zusammen. Wenig später im Polizeipräsidium München. Herisch A. wird noch in der Nacht vernommen. Also wir haben eigentlich kein Geheimnisspiel mit ihm betrieben, warum er jetzt da ist. Und wir haben ihm eigentlich wirklich ganz klar das Bild gezeigt und ihm gesagt, darum geht's. Wir wissen, dass er damit zu tun hat. Doch trotz des DNA-Treffers, die Klärung des Falles hängt an einem seidenen Faden. Wir haben dann irgendwann gemerkt, bei dem kommt es gar nicht so an. Der ist mit irgendwas anderem beschäftigt. Ohne Geständnis wird es für eine Anklage aber nicht ausreichen. Irgendwann kam man auf seine Lebensgeschichte oder auf seine Lebenssituation einfach mal zu sprechen. Und da ist eigentlich ganz schnell rausgekommen, dass er sich selber sehr bemitleidet hat. Er hätte überhaupt nichts. Alle anderen haben doch was. Wo wir dann ja gesagt haben, ja wirklich, du bist so ein armer Mensch und der Mooshammer ist so reich. Er ist so weit oben und du bist so weit unten. Und das, irgendwas hat dann das in ihm ausgelöst, dass er vom Stuhl fiel eigentlich meinem Kollegen Klinger in den Schoß und weinend sagte, ja, ich war's.
Nur 2 Tage sind vergangen, seit Rudolf Mooshammer tot in seinem Grünwalder Haus aufgefunden wurde. Stolz präsentiert ein Polizeisprecher den Täter. Es gehörte für mich schon zu den herausragenden Ereignissen in meiner Laufbahn, in einem solchen außergewöhnlichen Mordfall praktisch am Freitag melden zu müssen, wir ermitteln in alle Richtungen und sich dann bereits am Sonntag auf den praktisch noch warmen Stuhl setzen zu können und der bundesweiten Öffentlichkeit bekannt geben zu können, der Fall ist geklärt. Herisch A., Asylbewerber aus dem Irak, jobbt in einem Fastfood-Restaurant. Er hat eine Freundin und einen festen Wohnsitz. Er hat gleich von Anfang an zum Ausdruck gebracht, mir gegenüber, und das habe ich ihm auch abgenommen, wie sehr er das Ganze bereut. Herisch A. berichtet in den Verhören, dass er am Tattag beim Spielen viel Geld verloren habe, das seiner Freundin gehörte. Ich glaube, das ist eben wichtig, auch dieses erhebliche Frustrationselement, das er an diesem Tag hatte, weil er ja da in einem Spielsalon war und Geld verloren hat. Und Geld verspielt hat von seiner damaligen Lebensgefährtin. Herisch A. sagt aus, er habe sich als Versager gefühlt, geweint. Da sei der Mann mit dem auffälligen Rolls-Royce gekommen. Herisch A. habe von anderen Irakern gehört, er suche nach Männern. Wer der Mann war, habe er nicht gewusst. Der Fremde habe gesagt, er sei ein französischer Geschäftsmann und suche nach einer Videothek. Es war ihm wichtig, dass nicht er den Rudolf Mooshammer angemacht oder angesprochen hat, sondern dass er angesprochen wurde. Mooshammer hätte ihm das Angebot unterbreitet, fährst du mit für 2000 Euro. Wir müssen mal so stehen lassen, aber bei uns schien das dann schon etwas hoch. Also wir hatten einen da, der hat berichtet, dass der Mooshammer maximal 100 bis 150 Euro bezahlt hat. Herisch A. willigt in das Angebot ein und fährt zusammen mit Rudolf Mooshammer zu dessen Haus in Grünwald. In der Wohnung hätte Mooshammer ihm diesen Stricherlohn verweigert, weil er gewisse Handlungen nicht hätte vornehmen wollen. Und dann sei es zum Streit gekommen, es hätte eine Auseinandersetzung gegeben in der Wohnung. Und im Laufe dieser Auseinandersetzung hätte er ihn dann mit dem Kabel, was da so rumlag, erdrosselt. Aus rechtsmedizinischer Sicht hat der Täter das Kabel dem Opfer von hinten um den Hals geschlungen, zugezogen und eine Knotenbildung herbeigeführt. Ich habe ihm schon immer gesagt, Rudi, pass auf, wenn du am Bahnhof fährst und mit den Stricher was anfängst, irgendeinmal bist du weg vom Fenster. Das habe ich ihm schon gesagt. Das hat er nicht kapiert. Also ich habe im Hinterkopf immer mal gedacht, irgendwann wird der mich anrufen am nächsten Tag, dann hat er wahrscheinlich im Krankenhaus einen Platz gefunden, weil er ihm irgendwann sein Geld abgenommen hat. Von seinen nächtlichen Ausflügen da, von seinen Nachtgeschäftspartnern. Und aber dass natürlich das gleich dahin gipfelt, das endgültig aus, dass jemand den höchsten Preis bezahlt für seine Neigungen. Das hätte ich mir ja nie gedacht. Also, dieses Super-GAU. Ein Lichter- und Blumenmeer vor Mooshammers Boutique in der Maximilianstraße. Dass ihr geliebter Mosi ein solches Doppelleben geführt haben soll, ist für die trauernde Fangemeinde schwer vorstellbar. Schließlich hat er seine Neigungen sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgen. Ein Fernsehinterview. Wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende. Sexualität kaufen, wäre das ein Unterschied? Das ist dasselbe. Ach so. Ich finde das furchtbar, wenn sie Sexualität kaufen müssen. Das finde ich etwas ganz Schlimmes. Rudolf Mooshammer, der Mann mit den 2 Gesichtern. Äußerlich schrill und extravagant zeigt er sich in der Öffentlichkeit gerne mit Frauen, auch um Gerüchten vorzubeugen. Privat ist Mooshammer bürgerlich und konservativ. Seine Sexualität bleibt sein Leben lang ein Tabuthema. Er hat sich eigentlich mit allem an mich gewandt. Ich wusste alles von ihm. Aber über dieses Thema haben wir nicht gesprochen, obwohl es jeder wusste.
Er wollte sich nie outen lassen, um auch nicht, wie er mir sagte, nicht registriert zu sein. Denn er sagt, wer weiß, wie sich die Zeiten mal ändern, dann ist er plötzlich als solcher registriert und dann wollen sie ihm was Negatives. Justizvollzugsanstalt Straubing. Hier wartet Herrisch A. auf seine Verhandlung. Fast 10 Monate dauern in München die Vorbereitungen für den Prozess. Am 3. November 2005 beginnt in der Großen Strafkammer des Landgerichts München I die Verhandlung gegen den Mann, der Rudolf Mooshammer getötet hat. Wenn man sich schon zu dem Tatvorwurf erklärt, dann erwartet man auch, dass sich jemand dazu äußert. Und zwar unumwunden. Und das hat er nicht geschafft. Anscheinend ungerührt lässt der Täter das Blitzlichtgewitter über sich hinwegziehen. Und auch in der Gerichtsverhandlung zeigt er vor allem Selbstmitleid. Das Schwergewicht lag ganz auf dem Leid und der Schwierigkeit in der eigenen Situation. Und eine weitergehende Beschäftigung mit dem Opfer oder mit der Tat war zur damaligen Zeit nicht zu erkennen. Herrisch A. wird wegen Mordes aus Habgier zur Höchststrafe verurteilt, lebenslänglich. Wegen besonderer Schwere der Schuld ist eine Begnadigung auch nach 15 Jahren nicht möglich. Tausende gaben Rudolf Mooshammer das letzte Geleit. Die Menschen, die auf der Straße waren, das waren die echten Fans von Mooshammer. Aber die ganzen Prominenten, die ihn geliebt haben, die waren auf der Beerdigung nicht. Da war parallel die Kitzbühel, da waren die dort in Kitzbühel. Manche sagten ja, also man solle doch die Beerdigung verschieben, weil eben das Hahnenkammrennen ist. Ja. Unter den Trauernden viele Obdachlose. Uns ist da ein Freund gestorben, ein wirklicher Freund. Ja, unsere Verkäufer, da haben viele geweint. Und als ich dann gesagt hatte in der Verkäufersitzung, dass er uns noch in seinem Testament bedacht hat und ein Vermächtnis hinterlassen, da sind viele Tränen geflossen. Ja, nicht nur bei mir, sondern auch bei unseren Verkäufern. Mooshammers Lebenswerk, die vornehme Herrenboutique in der Maximilianstraße, bleibt für immer geschlossen. Angefangen hat er so mit dem roten Teppich, aufgehört hat er mit dem roten Teppich. Ne? Das war einfach schön. Er war schon irgendwie ein großer Künstler. Rudolf Mooshammer war am Tag seiner Beerdigung 64 Jahre alt. Hassliebe so, weil er wollte sich ja eigentlich damals so in den 70er Jahren, Anfang 70er, wollte sich eigentlich von ihr abnabeln, aber sie hat dann gewusst, sonst ist sie alleine zu Hause und er hat dann zwar das benutzt und sie dann entsprechend angezogen, um mit ihr aufzutreten, aber er hat sie auf der anderen Seite auch nicht verziehen. Am 10. August 1993 stirbt Else Mooshammer in dem gemeinsamen Haus in Grünwald. Mit der pompösen Beerdigung nimmt Rudolf Mooshammer Abschied von seiner Mutter. Also ich habe gedacht, jetzt ging es mit ihm auch bergab. Aber es war eigentlich das Gegenteil. Er entfaltete sich mehr und mehr. Er war jetzt ganz alleine sein eigener Herr. Und es hat ihm eigentlich Auftrieb gegeben. Seine neue ständige Begleiterin hat ein Fell und 4 Beine, Daisy. Mit Werbeeinnahmen und öffentlichen Auftritten verdient der Herrenausstatter bald mehr Geld als mit seiner Boutique. Ich sehe ihn dann noch vor mir, ja, wenn irgendwelche Fotografen kamen und dann war schon hier und Daisy da und Daisy. Und wenn er was gesehen hat, was so gut gemacht wurde, mein Fein haben sie das gemacht. Es war Gunter Sachs, der sagte, wir waren an den Salzburger Festspielen, es kam Prinzessin Caroline, es kamen die größten Leute und meine Wenigkeit auch, Gunter Sachs. Und dann kam Mooshammer und da brandete der Beifall auf und
Die Leute waren nur auf ihn. So war der Mann. So inszenierte er sich. Und wer war er wirklich? Wenn er dann zu Hause war und sein Äußerliches abgelegt hat, dann war er, glaube ich, ein ganz einsamer Mensch, der auf der Suche war nach Liebe, nach Anerkennung, nach jemand, der ihn so mochte, wie er vielleicht war, ohne, ja, ich sag's vielleicht mal richtig, ohne Maskerade. Eine verletzliche, menschliche Seite, von der nur sehr wenige wissen dürfen. Er rief manchmal an, vorwiegend sonntags morgens, wenn er nicht wusste, was er tun soll, von dem langweilig war. Ja, und er fragte, was machen Sie? Meine Frau sagte dann, ja, komm, sollen Sie so frühstück zu uns rüberkommen. Überredet, überredet. Und 2 Minuten später läutete es schon und er war schon da. Anscheinend hat er schon vor der Haustür gewartet. Das Rechtsmedizinische Institut in München. Von hier erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise. Im Haus selbst fand sich keine einzige Spur vom Täter. Vielleicht bringt die rechtsmedizinische Untersuchung des Tatwerkzeugs den erhofften Hinweis. Wird die Obduktion Überraschungen bereiten? Es war Gunter Sachs, der sagte, wir waren an den Salzburger Festspielen, es kam Prinzessin Caroline, es kamen die größten Leute und meine Wenigkeit auch, Gunter Sachs. Und dann kam Mosheim und da brandete der Beifall auf und die Leute waren nur auf ihn. So war der Mann. So inszenierte er sich. Und wer war er wirklich? Wenn er dann zu Hause war und sein Äußerliches abgelegt hat, dann war er, glaube ich, ein ganz einsamer Mensch, der auf der Suche war nach Liebe, nach Anerkennung, nach jemand, der ihn so mochte, wie er vielleicht war, ohne, ja, ich sag's vielleicht mal richtig, ohne Maskerade. Eine verletzliche, menschliche Seite, von der nur sehr wenige wissen dürfen. Er rief manchmal an, vorwiegend sonntags morgens, wenn er nicht wusste, was er tun soll, von dem langweilig war. Ja, und er fragte, was machen Sie? Meine Frau sagte dann, ja, komm, sollen Sie so frühstück zu uns rüberkommen? Überredet, überredet. Und 2 Minuten später läutete es schon und er war schon da. Anscheinend hat er schon vor der Haustür gewartet. Das Rechtsmedizinische Institut in München. Von hier erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise. Im Haus selbst fand sich keine einzige Spur vom Täter. Vielleicht bringt die rechtsmedizinische Untersuchung des Tatwerkzeugs den erhofften Hinweis. Wird die Obduktion Überraschungen bereithalten? Die Sektion hat nur bestätigt, dass es sich um einen Tod durch Erdrosseln handelte. Herr Mooshammer hatte die typischen Zeichen, wie man sie bei einem solchen Todesgeschehen erwartet, nämlich sogenannte Erstickungsblutungen. Birgit Bayer, die DNA-Spezialistin, übernimmt die Untersuchung des Tatwerkzeugs. Unsere Hoffnung war, dass der Täter Material von seinen Händen eventuell an dem Kabel hinterlassen hat. Das Elektrokabel, das der unbekannte Täter 4-mal um den Hals des Opfers gewickelt hat, wird auf DNA-Spuren untersucht. Jetzt ging es darum, möglichst schnell eine tatrelevante Fremdspur zu finden. Das heißt also, Material, das erstmal nicht von Herrn Mooshammer selbst stammt. So hilfreich die rasche Analyse einer DNA-Spur für die Ermittler auch wäre, juristisch ist sie problematisch. Die damalige Rechtslage war allerdings so, dass eine Untersuchung dieser DNA-Spur in der Weise der Darstellung der Spur und der Zuordnung ein richterlicher Beschluss vonnöten war. Es ist Nacht geworden in München und der Täter ist noch immer auf freiem Fuß. Im Polizeipräsidium stehen die Telefone nicht still. Hunderte von Hinhaus in Grünwald. Mit der pompösen Beerdigung nimmt Rudolf Mooshammer Abschied von seiner Mutter. Also ich habe gedacht, jetzt ging es mit ihm auch bergab. Aber es war eigentlich das Gegenteil. Er entfaltete sich mehr und mehr. Er war jetzt ganz alleine sein eigener Herr. Und es hat ihm eigentlich Auftrieb gegeben. Seine neue ständige Begleiterin hat ein Fell und 4 Beine, Daisy. Mit Werbeeinnahmen und öffentlichen Auftritten verdient der Herrenausstatter bald mehr Geld als mit seiner Boutique.
Ich sehe ihn dann noch vor mir, ja, wenn irgendwelche Fotografen kamen und dann war schon hier und Daisy da und Daisy. Und wenn er was gesehen hat, was so gut gemacht wurde, mei, fein haben sie das gemacht. Es war Gunter Sachs, der sagte, wir waren an den Salzburger Festspielen, es kam Prinzessin Caroline, es kamen die größten Leute und meine Wenigkeit auch, Gunter Sachs. Und dann kam Mosheim und da brandete der Beifall auf und die Leute waren nur auf ihn. So war der Mann. So inszenierte er sich. Und wer war er wirklich? Wenn er dann zu Hause war und sein Äußerliches abgelegt hat, dann war er, glaube ich, ein ganz einsamer Mensch, der auf der Suche war nach Liebe, nach Anerkennung, nach jemand, der ihn so mochte, wie er vielleicht war, ohne, ja, ich sag's vielleicht mal richtig, ohne Maskerade. Eine verletzliche, menschliche Seite, von der nur sehr wenige wissen dürfen. Er rief manchmal an, vorwiegend sonntags morgens, wenn er nicht wusste, was er tun soll, von ihm langweilig war. Ja, und er fragte, was machen Sie? Meine Frau sagte dann, ja, komm, sollen Sie so frühstück zu uns rüberkommen. Überredet, überredet. Und 2 Minuten später läutete es schon und er war schon da. Anscheinend hat er schon vor der Haustür gewartet. Das Rechtsmedizinische Institut in München. Von hier erhoffen sich die Ermittler entscheidende Hinweise. Im Haus selbst fand sich keine einzige Spur vom Täter. Vielleicht bringt die rechtsmedizinische Untersuchung des Tatwerkzeugs den erhofften Hinweis. Wird die Obduktion Überraschungen bereithalten? Die Sektion hat nur bestätigt, dass es sich um einen Tod durch Erdrosseln handelte. Herr Mosheimer hatte die typischen Zeichen, wie man sie bei einem solchen Todesgeschehen erwartet, nämlich sogenannte Erstickungsblutungen. Birgit Bayer, die DNA-Spezialistin, übernimmt die Untersuchung des Tatwerkzeugs. Unsere Hoffnung war, dass der Täter Material von seinen Händen eventuell an dem Kabel hinterlassen hat. Tick in der Maximilianstraße. Dass ihr geliebter Mosi ein solches Doppelleben geführt haben soll, ist für die trauernde Fangemeinde schwer vorstellbar. Schließlich hat er seine Neigungen sorgfältig vor der Öffentlichkeit verborgen. Ein Fernsehinterview. Wenn man Liebe kaufen muss, ist man am Ende. Und Sexualität kaufen, wäre das ein Unterschied? Das ist dasselbe. Also? Ich finde das furchtbar, wenn sie Sexualität kaufen müssen. Das finde ich etwas ganz Schlimmes. Rudolf Mosheimer, der Mann mit den 2 Gesichtern. Äußerlich schrill und extravagant zeigt er sich in der Öffentlichkeit gerne mit Frauen, auch um Gerüchten vorzubeugen. Privat ist Mosheimer bürgerlich und konservativ. Seine Sexualität bleibt sein Leben lang ein Tabuthema. Er hat sich eigentlich mit allem an mich gewandt. Ich wusste alles von ihm. Aber über dieses Thema haben wir nicht gesprochen, obwohl es jeder wusste. Er wollte sich nie outen lassen, um auch nicht, wie er mir sagte, nicht registriert zu sein. Denn er sagt, wer weiß, wie sich die Zeiten mal ändern. Dann ist er plötzlich als solcher registriert. Und dann wollen sie ihm was Negatives. Justizvollzugsanstalt Straubing. Hier wartet Herrisch A. auf seine Verhandlung. Fast 10 Monate dauern in München die Vorbereitungen für den Prozess. Am 3. November 2005 beginnt in der großen Strafkammer des Landgerichts München I die Verhandlung gegen den Mann, der Rudolf Mosheimer getötet hat. Wenn man sich schon zu dem Tatvorwurf erklärt, dann erwartet man auch, dass sich jemand dazu äußert. Und zwar unumwunden. Und das hat er nicht geschafft. Anscheinend ungerührt lässt der Täter das Blitzlichtgewitter über sich hinwegziehen. Und auch in der Gerichtsverhandlung zeigt er vor allem Selbstmitleid. Das Schwergewicht lag ganz auf dem Leid und der Schwierigkeit in der eigenen Situation. Und eine weitergehende Beschäftigung mit dem Opfer oder mit der Tat war zur damaligen Zeit nicht zu erkennen. Herrisch A. wird wegen Mordes aus Habgier zur Höchststrafe verurteilt, lebenslänglich. Wegen besonderer Schwere der Schuld ist eine Begnadigung auch nach 15 Jahren nicht möglich.
Tausende gaben Rudolf Mooshammer das letzte Geleit. Die Menschen, die auf der Straße waren, das waren die echten Fans von Mooshammer. Aber die ganzen Prominenten, die ihn geliebt haben, die waren auf der Beerdigung nicht. Da war parallel Lief Kitzbühel, da waren die dort in Kitzbühel. Also ich wusste es, nicht wir, also ich, viele wussten, aber ich wusste es. Und wo, und ich, dass er abends mit seinem Auto spazieren ging, in so Viertel, ich wusste warum. Nur einer, Mooshammers Bodyguard, wagt es, das Tabuthema anzusprechen. In ganz seltenen, äußerst zugänglichen Momenten habe ich immer wieder versucht, dass man da einfach diese Sicherheitslücke schließt. Das hat er dann abgeblockt und das war dann oft auch so, dass er dann gesagt hat, also das ist sein Privatleben und das möchte er sich wohl auch noch ein bisschen rausnehmen, dass er auch noch mal ein bisschen Privatleben hat. Und wenn du dann das Gespräch suchst und wieder versuchst zu erklären, Mooshammer, das ist nicht ungefährlich. Wir machen den ganzen Tag Sicherheit, da Personenschutz, hier steht einer, da wird überprüft, Fahrzeug ist uns nachgefahren, was weiß ich. Und sie sind nachts 3 Stunden weg. Ja, da brauche ich tagsüber auch nicht mehr Kummer. Also ich habe dann schon bayerisch geredet mit ihm. Ja, das ist mein Privatleben, also da machen Sie sich da mal keinen Gedanken. Zwei Gesichter. Auf der einen Seite Moralapostel, ängstlich, misstrauisch, sonst was. Und auf der anderen Seite sowas zu machen. Sich das selber einzureden, mir passiert nichts. Das geheime Doppelleben von Rudolf Mooshammer gerät nun in die Schlagzeilen. Ein Mann mit weißer Mütze soll Mooshammers letzter Begleiter gewesen sein. Wir haben über die Telefondaten von Mooshammer festgestellt, mit wem er auch zuletzt oder SMS geschrieben hatte. Und da ging eigentlich aus diesem SMS-Verkehr heraus hervor, dass diese Person ein Lebensgefährte, Partner in der Richtung sein könnte. Auch diesen Mann, den die Polizei noch in der Nacht stundenlang vernimmt, hatte Rudolf Mooshammer im Bahnhofsmilieu aufgelesen. Und er hat uns ganz genau, haargenau erklären können, wie dem Mooshammer da vorgegangen ist. Mooshammer hatte wohl eine bestimmte Vorstellung, wie sein Partner aussehen müsste. Sie mussten jung sein, das war ihm ganz wichtig. Es war auch so dieses orientalische Aussehen ein bisschen mit dabei, was ihn angesprochen hat. Aber wichtig war ihm bei der Kontaktaufnahme, es durfte kein Homosexueller sein. Das wollte er nicht. Immer das gleiche nächtliche Ritual. Mooshammer streift mit seinem Rolls-Royce umher, spricht junge Männer an. Auf dem Beifahrersitz ein Pornovideo. Dann ist er mit dem so in Kontakt gekommen und ist dann auch mit dem nach Grünwald gefahren, um dann dort sich die DVD anzuschauen und natürlich dann danach sexuelle Handlungen. Ein Schneider war, sondern einfach, er war ein genialer Verkäufer. Er kannte sie alle. Also er war im Grunde ein Pool für die Prominenz. Also er hat die Schickeria gemacht in München. Schon in jungen Jahren verdient der Herrenausstatter viel Geld. Wo er sein richtiges Geschäft gemacht hat, da muss ich ihn heute noch loben. Und das war die größte Idee, Mooshammer-Krawatten. Die Mooshammer-Krawatten, die gingen ja an von 50, 80, 100 Euro. Die gingen weg, wie war man selber jeder, der durch die Zeitungen und durch die Presse war er so bekannt, dass jeder, der nach München gekommen ist, eine Mooshammer-Krawatte gekauft hat. Rudolf Mooshammer hatte viele Fans. Aber hatte er auch Probleme, vielleicht mit Geschäftspartnern? Die Polizei beschlagnahmt seine Firmenunterlagen. Gleichzeitig werden im Münchner Polizeipräsidium die Ermittlerteams aufgestellt. Die Zeit läuft. Die ersten Stunden nach der Tat sind die kostbarsten und wollen genutzt werden. Man hatte natürlich bereits erste Vernehmungen durchgeführt draußen am Tatort von Personen, die dort anwesend waren. Wir wussten, er war am Abend noch unterwegs, war beim Essen, ist dann zurück in seine Villa gefahren und dann war die Frage, was war dann? Polizeipräsidium München, 14 Uhr. Die erste Pressekonferenz. Die versammelten Journalisten warten auf Antworten.
Antworten auf Fragen, die sich die Polizei gerade selbst stellt. Denn noch immer gibt es kein klares Bild des Tatablaufs. Also ich persönlich stand aufgrund der Pressekonferenz unter einem ungeheuren Druck, denn es war klar, da würden konkrete Fakten gefordert und man musste sehr schnell zum einen sich diese Fakten verschaffen und zum anderen auch filtern, was kann gesagt werden und was nicht. Ja, wenige Stunden nach Auffindung des Leichnams von Herrn Mooshammer können natürlich zum Tatablauf und zur rechtlichen Einordnung noch keine konkreten, präzisen Feststellungen getroffen werden. Es lässt sich aber jetzt schon sagen, dass alles auf einen Mord hindeutet und dass die Möglichkeit eines Suizids ausgeschlossen werden kann. Ein Verbrechen dieser Art werden natürlich... Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Art und Weise des Tötungswerkzeugs nicht bekannt gegeben wird. Aber als ich mir noch über diese Frage Gedanken gemacht habe, wurde mir schon mitgeteilt, dass bereits die Runde macht, es war ein Telefonkabel, was nicht ganz richtig war, aber das Kabel war damit schon draußen. Nach der Pressekonferenz die erste Besprechung zwischen dem Chef der Mordkommission, dem SOGO-Leiter und den Staatsanwälten. Hinweise auf einen Täter gab es dann. Am Freitag überhaupt nichts. So wie ein Stenz. Ein junger Mann, fleißig, ehrgeizig. Mode ist seine Welt. Da war er in einem Herrengeschäft als Verkäufer. Und da habe ich ihn kennengelernt. Da war er ein junger, flotter Kerl. Ne? Und ich war sehr oft drin und habe mich da eingekleidet. Er war ein Starverkäufer. Und dann eines Tages sagt er zu mir, Gerd, ich habe vielleicht einen Laden in der Maximilianstraße. Ne? Müsst ihr mir da helfen? Dann habe ich gesagt, ja, ich helfe dir bestimmt. Ne? Inszenierung einer Karriere. Die Eröffnung, die ist unvergesslich. Von der Residenzstraße habe ich einen roten Teppich rausgelegt. Bis zu seinem Laden in der Maximilianstraße. Und über den roten Teppich sind wir dann gefahren. Er in der Kutsche. Bald erfüllt sich Rudolf Mooshammer seinen Jugendtraum. Reich und vor allem berühmt will er werden. Und das um jeden Preis. Reichtum und Ruhm sind auch die Träume von Mooshammers Mutter Else. Die Mutter hat dann auch zum Beispiel zu ihm gesagt, er soll jetzt nur noch mit Leuten zusammen sein, die einen Namen haben oder viel Geld haben. Mit seinem eleganten Geschäft in der Maximilianstraße befindet sich Rudolf Mooshammer bereits mittendrin in der Welt der Schönen und der Reichen von München. Und die lieben den charmanten Neuzugang und seine exklusive, edle Mode und kaufen gerne bei ihm. Kann man das lesen? Ein Besuch in der Boutique Carnaval de Venise ist nicht einfach nur ein Einkauf, er ist ein gesellschaftliches Ereignis. Aus der ganzen Welt sind die Menschen eingeflogen und haben sich Anzüge vermessen lassen, obwohl Mooshammer ja nie ein Schneider war, sondern einfach, er war ein genialer Verkäufer. Er kannte sie alle. Also er war im Grunde ein Pool für die Prominenz. Also er hat die Schickeria gemacht in München. Schon in jungen Jahren verdient der Herrenausstatter viel Geld. Wo er sein richtiges Geschäft gemacht hat, da muss ich ihn heute noch loben. Und das war die größte Idee, Mooshammer-Krawatten. Die Mooshammer-Krawatten, die gingen ja an von 50, 80, 100 Euro. Die gingen weg, wie war man selber jeder, der durch die Zeitungen und durch die Presse war er so bekannt, dass jeder, der nach München gekommen ist, eine Mooshammer-Krawatte gekauft hat. Rudolf Mooshammer hatte viele Fans, aber hatte er auch Probleme, vielleicht mit Geschäftspartnern? Die Polizei beschlagnahmt seine Firmenunterlagen. Gleichzeitig werden im Münchner Polizeipräsidium die Ermittlerteams aufgestellt. Die Zeit läuft, die ersten Stunden nach der Tat sind die kostbarsten und wollen genutzt werden. Man hatte natürlich bereits erste Vernehmungen. Praktisch nichts von all dem zu sehen. Auf den ersten Blick erinnerte das ganze Szenario etwas an Filmaufnahmen. Und wenn nicht das Kabel gewesen wäre, hätte man daran denken können, dass jetzt jemand die berühmte Klappe schlägt und sagt das Ganze noch einmal. Aber es war eben Realität. Alles ist sorgfältig aufgeräumt und geradezu spießig arrangiert. Nur ein Detail will nicht so recht zum Rest passen. Da lag also auf einer Kommode, wo sehr viel
Kleinigkeiten drauf standen, diese Zinnbecher und Stifte und so ein altes Buch, also ganz viele Sachen, liegt auf einer Plastiktüte eine Porno-DVD. Ein Porno für Heterosexuelle im Haus eines homosexuellen Mannes? Im ersten Moment war das für mich so eine Überlegung, ist das wirklich hier passiert oder hat uns das jemand so hingelegt? Die Münchner Polizei steht an diesem Morgen vor einem Rätsel. Das weit über die Grenzen Bayerns hinaus bekannte Opfer hatte einen riesigen Bekanntenkreis mit einer Vielzahl denkbarer Motive. Natürlich hätte es sein können, dass er irgendwelche Feinde hat. Natürlich hätte es sein können, dass es um irgendwelche Geldgeschäfte geht oder um irgendwelche Eifersüchteleien. Wir beginnen bei der Stunde Null und grundsätzlich ist alles möglich. Wie stets richtet sich die Ermittlung zunächst auf das engste Umfeld. Jeder ist potenziell verdächtig. Auch der enge Freund und Hausarzt Mooshammers, Dr. Arnulf Borchers, den die Polizei am Tatort antrifft. Wir hatten uns verabredet, morgens um 9 Uhr. Und das war der Grund, warum ich bei ihm war, weil er da sein Spritzerl wollte, wie er immer so schön sagte. In der Öffentlichkeit präsentiert sich der Modemacher leutselig und offen. Die Ermittler aber erfahren nun, dass er nicht einmal seinen engsten Freunden getraut hat, sich verfolgt und bedroht fühlte. Zu Recht? Sein Misstrauen musste ich überwinden. Und es ging so weit, dass er wollte, dass ich die Spritzen, die ich ihm gab, vor ihm aufzog. Und dann kam immer noch die Frage, ist auch wirklich richtig? Haben Sie nichts verkehrt gemacht? Auch Andreas Kaplan, der Chauffeur, kennt diese Seite Mooshammers nur allzu gut. Da war er so misstrauisch, so ängstlich, dass er gesagt hat, Andreas, passen Sie auf, dass uns niemand hinterherfährt. Ja? Also das ist ja ängstlich. War Mooshammers Misstrauen berechtigt? Kannte er seinen Mörder? Noch ist alles offen. Der Leichnam wird in die Rechtsmedizin München überführt. Die Ermittler erhoffen sich von der Obduktion eine heiße Spur. Die Mordkommission steht unter ungeheurem Druck angesichts des prominenten Opfers mitnimmt. Wir haben Gefahr gehabt, aus der Wohnung rausgeworfen zu werden. Es waren über 2 Jahre Mietschulden da, der Strom war gesperrt und fürs Essen hat es nicht gereicht. Der Rudi, der konnte das so toll. Der hat dann in einem Park hat er dann einfach Blumen geklaut und hat da riesige, herrliche Sträuße hingestellt. Es sah dann alles so toll aus. Also da hatte ich natürlich keinen Einblick, dass es denen schlecht geht. Es ist mir nur aufgefallen, dass die Mutter immer nur einen Rock anhatte und ein anthrazitgraues Twinset. Das heißt Sommer und Winter hatte sie immer das an. Von Mutter Else hat Mooshammer den Geschäftssinn und das Verkaufstalent gelernt. Die graue Hose sieht es sehr gut aus. Die Proportion stimmt da. Und blau, finde ich, ist immer eine sehr gute Farbe für sie. Manchmal hatte ich Angst, ehrlich vorbeizukommen und guten Tag zu sagen. Besonders, wenn die Mutter da war. Roberto. Ist das nicht schön? Guck mal, ist das, ich sage, ja, Mutti, ich komme, nimm das mit und du probier und so weiter. Ich habe das mitgenommen und am nächsten Tag oder einen Tag später hatte ich die Rechnung. Else Mooshammer, die Mutter, Geschäftspartnerin und ständige Begleiterin des Münchner Originals. Ein unzertrennliches, unverwechselbares und ungleiches Paar, das auf fast jedem gesellschaftlichen Ereignis gemeinsam auftritt. Sie hat viel von ihm verlangt und er hat viel von ihr verlangt. Also sie hatten schon eine gewisse Abhängigkeit. Also sie war dem Sohn gegenüber nicht einfach. Von den Spannungen und Disharmonien zwischen Mutter und Sohn bekommt die Öffentlichkeit nichts mit. Es war so eine Hassliebe so. Weil er wollte sich ja eigentlich damals so in den 70er Jahren, Anfang 70er, wollte sich eigentlich von ihr abnabeln. Aber sie hat dann gewusst, sonst ist sie alleine zu Hause. Und er hat dann zwar das benutzt und sie dann entsprechend angezogen, um mit ihr aufzutreten. Aber er hat sie auf der anderen Seite auch nicht verziehen. Am 10. August 1993 stirbt Else Mooshammer in dem gemeinsamen Haus in Grünwald. Mit der pompösen Beerdigung nimmt Rudolf Mooshammer Abschied von seiner Mutter. Also ich habe gedacht, jetzt ging es mit ihm auch bergab. Aber es war eigentlich das Gegenteil. Er entfaltete sich mehr und mehr.
Er war jetzt ganz alleine sein eigener Herr. Und es hat ihm eigentlich Auftrieb gegeben. Seine neue ständige Begleiterin hat ein Fell und vier Beine, Daisy. Mit Werbeeinnahmen und öffentlichen Auftritten verdient der Herrenausstatter bald mehr Geld als mit seiner Boutique. Ich sehe ihn dann noch vor mir, ja, wenn irgendwelche Fotografen kamen und dann war schon Loben. Und das war die größte Idee, die Mosamer-Krawatten. Die Mosamer-Krawatten, die gingen ja an von 50, 80, 100 Euro. Die gingen weg, wie war man selber jeder, der durch die Zeitungen und durch die Presse war ja so bekannt, dass jeder, der nach München gekommen ist, eine Mosamer-Krawatte gekauft hat. Rudolf Mooshammer hatte viele Fans, aber hatte er auch Probleme, vielleicht mit Geschäftspartnern? Die Polizei beschlagnahmt seine Firmenunterlagen. Gleichzeitig werden im Münchner Polizeipräsidium die Ermittlerteams aufgestellt. Die Zeit läuft. Die ersten Stunden nach der Tat sind die kostbarsten und wollen genutzt werden. Man hatte natürlich bereits erste Vernehmungen durchgeführt draußen am Tatort von Personen, die dort anwesend waren. Wir wussten, er war am Abend noch unterwegs, war beim Essen, ist dann zurück in seine Villa gefahren und dann war die Frage, was war dann? Polizeipräsidium München, 14 Uhr. Die erste Pressekonferenz. Die versammelten Journalisten warten auf Antworten. Antworten auf Fragen, die sich die Polizei gerade selbst stellt. Denn noch immer gibt es kein klares Bild des Tatablaufs. Also ich persönlich stand aufgrund der Pressekonferenz unter einem ungeheuren Druck, denn es war klar, da würden konkrete Fakten gefordert und man musste sehr schnell zum einen sich diese Fakten verschaffen und zum anderen auch filtern, was kann gesagt werden und was nicht. Ja, wenige Stunden nach Auffindung des Leichnams von Herrn Mooshammer können natürlich zum Tatablauf und zur rechtlichen Einordnung noch keine konkreten, präzisen Feststellungen getroffen werden. Es lässt sich aber jetzt schon sagen, dass alles auf einen Mord hindeutet und dass die Möglichkeit eines Suizids ausgeschlossen werden kann. Ein Verbrechen dieser Art werden natürlich... Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Art und Weise des Tötungswerkzeugs nicht bekannt gegeben wird. Aber als ich mir noch über diese Frage Gedanken gemacht habe, wurde mir schon mitgeteilt, dass bereits die Runde macht, es war ein Telefonkabel, was nicht ganz richtig war, aber das Kabel war damit schon draußen. Nach der Pressekonferenz die erste Besprechung zwischen dem Chef der Mordkommission, dem SOGO-Leiter und den Staatsanwälten. Hinweise auf einen Täter gab es am Freitag überhaupt nichts. Handys, die möglicherweise zur Tatzeit in Tatortnähe benutzt wurden, sollen ermittelt werden. Aufgrund der damaligen Gesetzeslage war natürlich wesentlich, die Telekommunikationsüberwachung so schnell wie möglich in Gang zu setzen und haben über diese Weise feststellen können, welche Telefongespräche über Mobilfunk in einem bestimmten Zeitraum in der